Neujahrsfrühstück mitgebracht. Oh, Tomatenjuice. Die Blechsachen zu machen, ja. Also alt war zur Entwässerung und Lüftung. Ja. Gehört, ja. Und auch Dampfpappe. Ein paar Glasscheiben auswechseln. Pappe, Glas und Blech. Ja. Eigentlich unser Glas eigentlich nicht. Machen wir bloß nochmal ein kaputtes Stück Blech vorsetzen. Wie zum Beispiel die Lüftungshaube müssen wir nächstes Jahr machen. Aha. Die sind ziemlich verfault. Wir sind ja erst seit anderthalb Jahren bin ich erst hier, ja. Da wird mir kalt und heiß, auf meiner Stirn steht Schweiß. Und ich hab nur den einen Wunsch, bitte halt mich fest. Wie viele Dachrinne ist denn insgesamt, die ihr machen müsst? Insgesamt? Ja. Auf Metern jetzt, ja? Ja. Na, ich schätze, es werden so ungefähr alle Dächer zusammen 20 Kilometer sein. 20 Kilometer? Und wie viele Leute seid ihr, die das machen müssen? Drei Leute. Oh. So. Nächstes Jahr sind die Gebäude hier dran, die Hallen, vorne ist auch schon gemacht. Ja. Und dann in der Herzbergstraße drüben, ja. Das ist unser. Ist das Hochhaus? Wo das Hochhaus ist, das ist auch noch ein großer Komplex, ja. Ja. Und dort. Dort sind ab und zu Reparaturen, aber irgendwann, in irgendeinem Jahr, werden wir wahrscheinlich dort mal richtig durchgreifen. Hochhaus arbeitet Judy drüben, ja. Kannst du das Fenster von hier sehen? Oh. Nee, sieht man nicht, das ist im ersten Stockwerk. Ihr habt doch wohl eine Macke. Ich bin doch kein Zoologe, ich bin Sachbearbeiter. Das fällt in meinen Arbeitsvertrag drin. Das mach ich. Habt ihr denn den umgetrieben? Ich fass den nicht an. Ich fass den nicht an. Lach mal. Nee, das ist vom Charlie, Alter. Die haben gern seine Funke. Da ich nie ran. Da haben sie kein Vertrauen zu mir. Noch nicht. Nö. Na, und ansonsten, na, wie gesagt, so Schreibmaschine arbeiten, Telefonrechnung, ein bisschen hinterhaken, wenn irgendein Auftrag nehmen wurde, nachfragen, ob Lieferungen angekommen sind und alles sowas. Kontrollen, ob jetzt die Lieferung, die hier kommen, ist auch mit den Aufträgen übereinstimmen. Alles sowas. Und sind deine drei Kollegen mit dir zufrieden? Ich hoffe es doch. Bis jetzt haben wir. Oh! Ja, kommt doch an, wo, Charlie? Dean! Dean, die Kamera ist wieder da. Oh. Frohes Neujahr, wir haben den ersten Auftritt verschlafen. Hat so lange gedauert. So, und jetzt haben wir ein anderes Problem. Unser Material wird knapp. Erzähl mal ganz schnell, wie du zum Tanzen gekommen bist. Schnell. Also gut, zum Tanzen gekommen durch Judy. Wir haben uns kennengelernt beim Privaten. Oh. Und jedenfalls haben wir einen Rock'n'Roll-Film gesehen und danach haben wir angefangen, auf dem Bahnhof zu tanzen, nachts um 12 dann auf dem Bahnhof Alexanderplatz. Hat zwar nicht ganz geklappt, weil wir unter Einwirkung von Alkohol standen. Bei mir ist das alt durch meine Mutter gekommen, weil die Ursula verrückt zu tun war, Wege damals. Jetzt tanzt man schon 4 Jahre und... Stefan, mach mal Schatz. Du hast immer Nee gesagt, das hat nicht gestimmt. Klar, war ihr Tanz. Das ist nicht in der Öffentlichkeit. Wir haben heimlich geübt und geprobt. Ja, wie habt ihr das gemacht? Ja, Pionierpalast habe ich damals Akrobatik da gemacht. Und da habe ich dann halt die Leute gefragt, ob wir da mal privat drin durften. Wir wollen so eine kleine Rock'n'Roll-Tanzgruppe aufmachen. Und naja, wir beiden haben dann uns einfach zusammengesetzt, haben ein bisschen geübt. Wir mussten deine Haare föhnen. Ich bin gleich fertig. Und dann muss ich bloß noch ein bisschen liegen. In der letzten Zeit sind ja in unser Kino eine ganze Menge Tanzfilme gekommen. Habt ihr euch die alle angesehen? Nee, bis jetzt noch nicht alle. Wir haben ja keine Zeit gehabt dazu. Wir haben zu viel Auftritte gehabt.
einfach mal so sagen, da ist Nähzeug drin, das braucht man ja, wa? So, falls was kaputt geht, dann habe ich die Kassetten, die wir brauchen, ja. Taschentücher, falls ich einen Schnupfen kriege, und eine Sonnenbrille, kommt ganz fantastisch. Ist übrigens auch noch original, aus den 50er Jahren, wie die. Gell, was, wa? Den Film? Ja. Unbedingt jetzt, der ja. Absolutes, ne? Ja. Hat man nicht allzu viel gesehen. Ich finde jedenfalls King Creole von Elvis am besten. Also würde ich empfehlen, King Creole von Elvis. Bloß läuft bei uns leider nicht. Zur Zeit jedenfalls noch nicht. Wer weiß, vielleicht kaufen sie es irgendwann nochmal ein. Was hast du denn jetzt da in der Hand? Ja, ist Haarspray. Ist das neueste, ja. Action, ja. Wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Für Action Haarspray. Wunderbar, super fest. Kostet bloß 11 Mark, ja. Heik mir sagt, gehst du hin, rennst du nach Netzstrumpf hinterher und ich hab's in 5 Farben gekriegt. Also für jedes Kleid passend Netzstrümpfe. Weil eben besser ist zum Tanzen, irgendwie so schnell kaputt. Naja, und was natürlich ganz wichtig ist, was damals war, der Petticoat war. Damit es eben so steht, man sieht es ja hier, meine Privatkleidung, ja. Staffmals mache ich sonst selten. Das ist ein Petticoat. Also der hat hier 6 Stufen, der steht fantastisch. Das ist noch ein Uralter hier. Also der ist bestimmt noch so aus meiner Mutter Zeit. Ja, und waschen tut man die mit schönen weichen Waschmittel, sonst sehen die kaputt. Und stärken eben mit Zuckerwasser oder Haarspray hat man damals noch. Action. Ja, da hat man Action unterm Rock. Komm, ihr rennt da hinten rum. Aber Haarschäden ist das nicht? Doch etwas, ja. Und wie lange meinst du, machen die Haare? Muss so lange wie sie machen. Wie sie wenn sie ausfallen, dann muss ich langsam aufhören, würde ich sagen. Wie lange brauchst du sie denn noch? Ich weiß nicht mehr. Ich werde die, wenn ich noch immer habe. Hattest du vorhin eigentlich zugehört, als Judy nachgedacht hat, wo die Tanzbarkeit in der Musik geblieben ist? Haben wir da nicht gerade geschlafen? Sag mal, kann Tanzen auch etwas zu tun haben mit einer bestimmten Art von Zweierbeziehung? Und der Rock'n'Roll war ja eigentlich in dieser ganzen Tanzgeschichte der letzte Tanz, wo Paare sich zueinander gefunden haben. Ja, könnte sein, ja. Warum soll es damit nichts zu tun haben? Wie spät ist denn jetzt? Ich hab mir eine Uhr jetzt da hinten irgendwo zu liegen. 10:30. 10:30. Ja. Nein, so, ich bin eigentlich fertig mit meinen Haaren jetzt. So, das wird nachher nochmal ein bisschen nachgekämmt und dann reicht es. Und was ziehst du denn an heute Abend? Heute Abend? Wie jetzt zum Tanzen oder? Ja. Zum Tanzen, na, Anzughose, Vestova, Hemd, Schlips, wie damals. Jetzt haben sich wieder zusammengeschlossen, ja. Music kann ja nur noch besser werden. Ich sage nur eins, hat guten der Rock'n'Roll ist niemals tot, es wird auch niemals tot sein, weil es immer Leute gibt, die sich dafür begeistern, so wie hier zum Beispiel. Frank Schäfer hat damals irgendwo Rock'n'Roll gemacht, ja? Oder die Ried, der konnte sowas auch noch, aber heute, die kennen alle nicht mehr. Stimmt das? Stimme ich dir vollkommen zu. Ich wünsche hier bei, würde ich so sagen. Und heutzutage weiß man nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Welche, die ihr gerne können möchtet und nicht könnt? Schulterkugel zum Beispiel. Wie heißt das? Schulterkugel. Wie ist das? Wegen zu viel, eigentlich könnten sie ja noch weitermachen. Ne? Als besonderen Silvester-Bonbon darf ich euch jetzt heute hier im RAW Tanzstätter Judy und Dina ankündigen mit Rock'n'Roll!
Wir freuen uns, ihn präsentieren zu können, hier draußen in der Betriebsgaststätte der FBG Edwin Hörnle, das Tanzpaar Judy und Dean mit einer Rock'n'Roll-Tanzshow. Tomatensaft gibt Doppelkraft. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier heute in der Gaststätte Stadtwappen in Berlin-Marzahn, ich sage ganz einfach Rock'n'Roll-Show, Tanzpaar Judy und Dean. Den Leuten Freude gemacht. Wir haben den Älteren das gezeigt, was damals getanzt wurde. Die können sich wieder ein bisschen zurückerinnern. Und die Jugend das gezeigt, was wir vielleicht mal tanzen wollen. Oder können. Ich bin immer ihrer Meinung, aber so wie ich es habe. Ja. Schämt also. Jetzt bin ich richtig in Stimmung. Jetzt kann man noch die ganze Nacht durchtanzen. Wie viele Auftritte sind noch? Drei. Drei bis noch. Hier noch im Saal, im Restaurant. Restaurant und dann zwei noch.
Ganz doof, das hat Spaß gemacht. Gehen wir erstmal im Resti Bescheid sagen? Ja, würde ich sagen, wir sollen erstmal alles klar im Resti. Krabbelbrause! Champagner, ja. Wollt eigentlich anstrichen, wa? Hier, das ist er. Ja. Hm? Aus der Flasche, Flaschenkind. Ich gehe kurz hinter und komme dann wieder her, ja? Ja. Hm? Stefan, wie viele Meter sind wir? Können wir? Können wir gehen? Wir gehen jetzt. Ja, hurra! Ja, geht los. Juhu! Ja, den Sekt muss man mitnehmen. Den Sekt jetzt ist es genau 5 Minuten nach um 4. Ich kann noch 2 Stunden schlafen. Ich komme mit Auto. Dann muss ich noch ein paar Liter Tomatensaft trinken. Ich meine, der hat sehr gut geschmeckt. Sehr guter Tomatensaft, ja. Ja. Habt ihr die Tanzen gesehen? Nee. Nein, leider schade. Nicht. Der ist ja ganz tanzen. Aber pass mal auf, in 20 Minuten tanzen sie im Eulenspiel. Ja, ja, toll.